Hollerö Filmfans, Tom Cruise Fans, Videospielfans, Retro Fans, Nintendo Fans, Konami Fans, für alle was dabei heute. Nachdem ich vor einigen Monaten das rasante Rennspiel Days of Thunder gespielt habe, ist jetzt wieder die Zeit, ein NES-Spiel zu spielen, das auf einem Film basiert, in dem Tom Cruise die Hauptrolle spielt. Top Gun. Dieses Jahr, 2021, ist für Top Gun etwas Besonderes. Einerseits feiert der Film Top Gun dieses Jahr sein 35-jähriges Bestehen und andererseits soll dieses Jahr die Fortsetzung Top Gun Maverick in die Kinos kommen. Fun Fact, beziehungsweise weniger Fun, als ich die Reihenfolge meiner Spiele für dies NES Collection festlegte, entschied ich mich bewusst für dieses Datum, 4.7.21, für die Top Gun Folge, denn eigentlich hätte vorgestern, am 2.7., Top Gun Maverick veröffentlicht werden sollen. Aber dank der Covid-19-Pandemie verschob sich der Start und soll nun im November 2021 sein. Noch. Derzeit weiß man es ja nie. Aber anders als die Filmindustrie halte ich an meinem Plan fest und zeige euch hiermit das NES-Spiel Top Gun. Na dann starten wir mal, oder was? Ich spüre die Gier. Die Gier nach Tempo in mir. Das Spiel beginnt und überrascht auf zwei Arten. Auf der einen Seite haben wir nicht irgendeinen 0815-Entwickler, sondern Konami. Das heißt, ich erwarte ein Spiel, welches mindestens so gut ist wie Castlevania, Gradius, Life Force, Probotector. Und auf der anderen Seite hören wir tatsächlich das Top Gun-Theme aus dem Film, die Top Gun Anthem. Und diese 8-Bit-Version klingt sogar recht gut. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ein Pluspunkt, den ich mir für die Bewertung am Ende auf jeden Fall merken sollte. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Kampfflugsimulation. Mission 1. Training for the next mission. Okay, klingt simpel. Dann kann ich wählen zwischen verschiedenen Raketentypen. Entweder viele Raketen mit wenig Wumms oder wenig Raketen mit viel Wumms. Oder so ein Mittelding. Ich nehme das Mittelding. Das Spiel findet aus der Sicht des Piloten aus dem Cockpit heraus statt. Gelegentlich tauchen feindliche Flieger auf, die man vom Himmel herunterholen kann. Aber nicht muss. Ziel des Spiels ist nicht das Vernichten der Feinde, sondern nur das Überleben über eine bestimmte Zeit, bis das Spiel entscheidet, dass das Level geschafft ist. Danger? War dies nicht nur Training? Oh, es schießt auf mich! Es schießt auf mich! Ausweichen unmöglich. Manche Gegner sind echt gut zu treffen. Und manche sind es nicht. Schlimmer sind aber Raketen, die sich nicht treffen lassen. Letztes Leben. Übrigens, was haltet ihr von der Background-Musik? Ein Traum, nicht wahr? Und schon ist der Pluspunkt wieder weg. Ach du heilige Scheiße. Ich soll hier auf einem Flugzeugträger landen und um ganz ehrlich zu sein, es graut mir hier vor. Und alles nur, weil so ein gewisser wütender Videospiel-Nerd nicht in der Lage ist, das Flugzeug zu landen. Das Problem sind die Anweisungen auf dem Screen. Right, right, speed down, left, left, speed down. Oh oh, der Flugzeugträger kommt immer näher. Up, up, right, right, left, 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 right, right, left, 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 right, right. Das war doch souverän. Die Anweisungen sind hilfreich, wenn man mit ihnen umzugehen weiß, aber sie können schnell verwirren. Alternativ kann man versuchen, die eigene Höhe und Geschwindigkeit anzugleichen. Ich weiß nicht, wie viel Toleranz es dabei gibt, aber für mich war es ausreichend. Destroy an enemy aircraft carrier. Bedingt durch die Schrift sieht das R fast aus wie das A. Was soll ich zerstören? Ein Ayakafkaya? Auch das Wort Radar im Spiel sieht fast aus wie ADA! Das zweite Level unterscheidet sich kaum vom ersten Level. Farblich ist es anders, ja. Und sind die Gegner noch aggressiver? Toll. Okay, schön. Ja, okay. Also nochmal von vorn das Ganze. Nein, wieder irgendein Gegner von hinten. Ich krieg den nicht abgeschüttelt. Na Töfte. Nach etwa 3,5 Minuten erfolgt wieder die Landesequenz. Langsamer, mehr nach links, langsamer, weiter links, weiter rechts, langsamer, links, schneller, links, aha! Mich macht das wahnsinnig! Ja, es sieht gut aus, es sieht gut aus,
Und der Vogel ist gelandet. Okay, landen kann ich wenigstens. Und da sind wir wieder, Level 2. Das größte Problem sind hier nicht die Gegner in der Luft, sondern die feindlichen Schiffe auf dem Wasser, die ihre Raketen verschießen. Ziemlich ambitioniert. Ich bin immerhin auf 12.000 bis 13.000 Fuß Höhe, was ca. 3,5 bis 4 Kilometer sind. Die schießen fast den halben Mount Everest hinauf. Nicht schon wieder. Aber ich habe herausgefunden, wie man solche Verfolger abhängt. Am einfachsten behält man einfach eine Richtung für wenige Sekunden bei, entweder links oder rechts. Und dann wechselt man in die andere Richtung. Darauf kommen die Verfolger so gar nicht klar. Und man ist sie los. Hä, was? Das war jetzt schon wieder so ein Schiffchen, welches mich vom Himmel geholt hat. Dieses Mal aus 5,5 Kilometern Höhe. Respekt, Arschloch. Und da dauert's nicht lange, schon trifft mich die nächste Rakete. Game over. Mal wieder. Ein Traum. Und mal wieder von vorne. Wie hoch kommt man eigentlich? Was ist die maximale Altitude, die man erreichen kann? Aha, 30.000 Fuß, also ca. 9 Kilometer. Ich kann also locker über den Mount Everest hinwegfliegen. Bei der Gelegenheit finde ich übrigens heraus, wenn man einfach stur nach links oben oder rechts oben fliegt, dann erscheinen keine Gegner. Beziehungsweise, es gibt zwar Gegner laut Radar, aber das ist im Spiel egal. Und dann folgt die Landesequenz. Ohne Probleme. In Level 2 versuche ich nochmal genau das gleiche. Ich steige einfach permanent auf und mache dabei nichts anderes als gleichzeitig nach links oder rechts zu fliegen. Und das für knapp 4 Minuten. Das Spiel ist unfassbar aufregend, wenn man so spielt. Dann aber neigt sich mein Treibstoff dem Ende. Okay, Leute, ich brauche Treibstoff. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ah, ein Tankflugzeug. Das ist sehr nett. Die Luftbetankung läuft genauso ab wie die Landesequenz. Es gibt Anweisungen, was ich mit meinem Flugzeug zu tun habe, und der Schlauch verbindet sich automatisch, wenn alles soweit passt. Der Tank füllt sich und ich kann weiter meine Kreise am Himmel ziehen. Nach weiteren 2 Minuten beginnt der Angriff auf den feindlichen Flugzeugträger. Aber dazu steuert das Spiel meinen Flieger von 30.000 Fuß runter auf 4.000 Fuß. Und das dauert nochmal eine ganze Minute. Aber dann komme ich endlich zum Flugzeugträger, nehme das Ding unter Beschuss, während ich selbst mit allerlei Projektilen zu kämpfen habe. Doch dann explodiert das Ziel endlich und das Level ist geschafft. Oder auch nicht. Dann lande ich eben schnell, ist ja kein Problem und ich bin geübt. Was denn? Ich habe gesagt, ich bin geübt. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Hm? In Level 3 soll ich eine feindliche Basis zerstören. Schwer zu übersehen hat sich die Farbpalette geändert, aber das Spielgeschehen ist immer noch das gleiche. Also fliege ich wieder rauf in die Lüfte für 4,5 Minuten, wo einfach nichts passiert. Dann betanke ich mein Flugzeug und steuere nach einer weiteren Minute das zweite Ziel an. Die feindliche Basis. Aber scheiße auch! Wie viele Raketen kommen da denn auf mich zu? Game over. Game fucking over. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Top Gun, ein Kampfflug-Simulationsspiel, basierend auf dem gleichnamigen Film mit Tom Cruise. Und auch wenn der Film Kult ist, kann ich das von dem NES-Spiel nicht behaupten. An der Optik liegt dies aber schon mal nicht, denn die ist in Ordnung. Es gibt zwar nicht viel zu sehen, und wenn man, so wie ich, die meiste Zeit einfach nur aufwärts fliegt, dann sieht man nichts außer dem blauen Himmel und ein paar Wölkchen, die an mir vorbeiziehen. Auch das weite Meer ist nichts anderes als eine einfarbige blaue Fläche ohne Texturen. Das alles ist erstmal recht fad. Aber im Gegensatz dazu finde ich die Sicht aus dem Cockpit heraus gut gemacht. Der Blick nach draußen ist, wie gesagt, zwar nicht besonders aufregend, aber man erkennt, was man erkennen soll. Und insbesondere die Perspektive mit den Abständen zu feindlichen Fliegern oder sonstigem Kram ist gut gelungen. Und auch das Innenleben des Cockpits ist nicht schlecht, ist übersichtlich und gibt brauchbare Informationen über den Zustand des eigenen Fliegers. Abgesehen von diesen 3 Anzeigen, die einfach nur als Deko dienen. Also optisch ist das Spiel zwar ein wenig einseitig, aber ansonsten in Ordnung.
und daher gibt es von mir 6 von 10 Pilze. Die Musik ist hingegen eher so lala. Das liegt nicht daran, dass die Musik grundsätzlich schlecht ist. Es gibt immerhin die Top Gun Anthem aus dem Film. Und es gibt kurze Stücke beim Mission Briefing. Beim Tanken. Und das war's mit der Musik. Klar gibt es noch kurze Stücke für den Levelstart. Und für Game Over. Aber ansonsten hören wir nur die Geräusche der Triebwerke. Das ist insgesamt sehr, sehr schwach. Aber dank des Top Gun Anthem und dadurch, dass die Soundkulisse ansonsten nicht das Trommelfell mit akustischer Alpaka-Kaka bewirft, vergebe ich in meiner unendlichen Güte noch immer 3 von 10 Feuerblumen. Das Gameplay ist da so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich die Idee der Luftkampfsimulation sehr gut und definitiv die beste Art, den Film Top Gun in ein Videospiel umzusetzen. Das Rumfliegen, die Luftbetankung, die Landung auf dem Flugzeugträger, das alles sind an sich gute Ideen. Aber auf der anderen Seite ist das Spiel brockenschwer, wenn es mal zur Sache geht, oder unfassbar langweilig. Was mich stört, ist das Ziel des Spiels. Rumfliegen und warten, bis es weitergeht. Man kann das Spiel in keiner Weise beschleunigen und daher ist es absolut unnötig, gegen die Gegner vorzugehen. Einfach permanent aufsteigen und seitlich wegfliegen und schon hat man Premium-Gameplay vom Feinsten. Minutenlanges Starren auf nichts und wieder nichts, bis das Spiel fortsetzt. Und wenn man dann gegen schießwütige Flugzeugträger oder Basen vorgehen muss, dann wechselt das Spiel von super langweilig auf super schwierig. Ich habe größere Chancen, Regentropfen auszuweichen als diesem Raketenhagel. Und diese Kombination aus purer Langeweile und sofortigem Tod nach langer Wartezeit macht das Spiel nicht besonders spielenswert. Aber trotzdem möchte ich fair bleiben. Das Gameplay ist keine Katastrophe. Und mit mehr Geduld könnte ich aus dem Spiel sicher mehr rausholen. Leider habe ich diese Geduld nicht, vergebe aber für das Gameplay noch immer 4 von 10 Sterne. Top Gun erhält 6 Punkte für die Optik, 3 Punkte für die Musik und 2x4 Punkte für das Gameplay, was in Summe 17 von 40 Punkte sind. Damit gehört Top Gun eher in die untere Riege meiner NES-Sammlung, halte ich aber nicht für unspielbar. Spieler, die Spaß an dieser Art Spiel haben, für die könnte Top Gun echt was sein. Aber ich habe mich leider nicht so glücklich angestellt. Mit dieser Leistung fliege ich wohl den Rest meines Lebens Chop Suey Konserven aus Hongkong raus. Während des Spielens war ich übrigens stark an Captain Skyhawk erinnert. Und würde auch eher Captain Skyhawk empfehlen als Top Gun. Captain Skyhawk bietet da eine ganze Ecke mehr. Und das war's mit der heutigen Folge von Dies NES Collection. Was bin ich froh, dass ich Top Gun hinter mir habe und nichts mehr damit am Hut habe. Was ist das? Top Gun? Top Gun The Second Mission? Ist das deren Ernst? Ist das deren fucking Ernst? Nein!